Hallo liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, und es ist wieder kein Lego-Video auf meinem Lego-Kanal, aber heute haben wir hier erstens eine Schere, die jetzt nicht mehr zu sehen ist, und zweitens haben wir hier das Paket, also die Box von diesem schönen Eitech-Flugzeug, und ich habe das jetzt zusammengebaut, und so sieht's dann mal aus, der kleine Doppeldecker. Genau. Also erstmal muss ich dazu sagen, was ich cool finde, das Modell ist klein, aber fein, auf jeden Fall. Und was ich cool finde, man bekommt so einen formschönen Schraubenzieher dazu, der bestimmt auch bei echten Schrauben funktioniert, aber vor allem hier bei diesen kleinen Spielzeugschrauben in schön blau. Lässt sich gut greifen, kann man gut in die Hand nehmen. Finde ich cool, dass das einfach mitgeliefert wird. Na gut, ist auch ein Starter-Set. Da wird davon ausgegangen, dass man sowas noch nicht hat. Genau. Das gleiche gilt für dieses Teil, dieser Mutternschraubenschlüssel. Ich weiß gar nicht, wie man es genau nennt. Auf jeden Fall hier einmal offen, einmal komplett zu, je nachdem, wie es gerade am besten geht. Und ja, das ist dann ganz praktisch zum Montieren und Demontieren. Und als wenn das nicht reicht, kommt das Ganze nicht wie bei Lego in solchen Aufreißbeuteln, sondern in so einer schönen Decken, auch stabil wirkenden, wiederverschließbaren Tüte. Also die finde ich cool, diese Baumarkttüten halt. Und ja, das gefällt mir gut. Die verwende ich auch sehr gerne. Kann man halt auch wiederverwenden, anders als die Lego-Tüten, die man dann immer zukleben müsste. Also nicht, dass ich jetzt aufhöre, Lego zu kaufen. Das wird nicht passieren. Aber dann schauen wir uns mal den Flieger an. Das ist ein Doppeldecker. Und der Doppeldecker rückt jetzt in den Fokus, genau hier vorne. Der hat so eine große Scheibe vorne dran, das repräsentiert einen Propeller. Er hat vier Tragflächen, wie sich das für einen Doppeldecker gehört. Der Rumpf ist von oben schön in der Form, geht hinten so schmal zusammen. Ob das für die Teile so gut ist, weiß ich nicht, wenn die so gebogen werden, aber es stand so in der Anleitung und ist auch so hier auf dem Bild, also so gesehen, ja. Hier sind die Räder angedeutet, die Schrauben, das sind diese Füße. Die Räder dann halt, und hier ist auch so was Rundes, das ist von diesen Eckteilen. Das sind solche Winkel, und ja, das stellt dann ein schönes Rad da hinten. Genau. Und dann hier halt die Höhenruder und das Seitenruder, also Querruder. Ich glaube, es heißt so. Bin ich mir aber gerade nicht sicher. Bleibt mal hier dabei, hier mit Loch allerdings, aber das ist bei dem Metallbaukasten typisch so. Das ist wie bei Lego die Noppen. Genau, der Propeller hier halt festgemacht. Und was ich cool finde, die Tragflächen, das ist ein separates Teil. Das ist hier mit so einem schwarzen Gummiring, also so eine Art Reifen, reingeklemmt. Und da vorne kein Platz ist und es nach hinten enger wird, hängt das fest und kann nicht vor und nicht zurück und nach oben und unten auch nicht, weil da die Tragflächen sind, die das Ganze fixieren. Also gefällt mir richtig gut, das Teil. Ich bin zwar hinten beim Heck ein bisschen verzweifelt fast, weil man das so zusammendrücken muss und dann will es wieder auseinandergehen und ach, naja. Gut, ich bin froh, dass ich dieses Modell mir aber gekauft habe. Mir gefällt es gut. Schöner kleiner Doppeldecker, schönes Starter-Set. Und hier dann die Schraubenzieher und so weiter. Hier der Beutel dazu. Nö, finde ich schön. Also ist eine hübsche kleine Sache, die man sich durchaus mal gönnen kann. Und für das Geld vollkommen in Ordnung. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, falls ihr noch mehr solche kleinen Sets sehen wollt von Eitech. Dann schaue ich mal, ob ich mir da auch noch was kaufe, noch was anderes. Genau, und ansonsten erstmal bis zum nächsten Video.